Und damit hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge des Oblivion Let's Plays, wo wir gerade festgestellt haben, als ich mit den, als ich hier runtergehen wollte in die Stadt Burma und nämlich über die Spione kundig machen sollte, dass ich hier einen grünen Pfeil habe, dass dieser grüne Pfeil auf diesen Typen hier zeigt und ich jetzt logischerweise mit diesen Typen Was kann ich für euch tun, Herr? reden soll, Hauptmann Stefan, wegen der Spione, damit er uns aufklärt, wo wir denn die Spione finden, weil wir ja gerade für die Hauptquestline der Typ dort gesagt hat, also Martin, der neue König, der noch nicht der richtige König ist, aber der König werden wird, weil wir irgendwann ihn dazu bringen, dass er auf den Königsposten kommt, aber aktuell nicht auf den Königsposten kommen kann, weil es zu gefährlich wäre, weil keine Ahnung warum. Na, ihr wisst es auch. Die Story, whatever. Also. Wir sollen mit Ihnen über die Spionen reden, weil Martin dabei aktuell beschäftigt ist, die Bücher zu lesen. Und das mache ich jetzt gerade. Und wir haben in der letzten Folge ja da an der Stelle abbrechen müssen. Demzufolge, Spione. Wir sehen Sie immer in der Dämmerung in der Nähe des Runensteins. Sie sind nicht sonderlich vertraut mit den Wäldern. Aber Großmeister Joffrey hat uns verboten, uns zu weit von den Mauern zu entfernen. Aber es sieht so aus, als hättet ihr die Freiheit, den Feind anzugreifen, die wir alle uns so sehr wünschen. Viel Glück. Wir werden den Kaiser hier wohl behüten. Habt keine Sorge. Okay, Quest aktualisiert. Spione. Lebt wohl. Lebt wohl. Da haben wir mit Nummer 1 geredet. Jetzt reden wir gleich noch mit Nummer 2. Beziehungsweise wir gehen erstmal nach da unten. Okay, wir können hier nicht runterspringen. Jetzt aber. Upa. Ha! Gebackt! Okay, ich wollte eigentlich springen. Springen war eh und nicht der Taste. So. Und der letzte macht das Brett zu. So. Geht das Brett nicht zu? Doch, es geht zu. Ja. Und dann geht's weiter. F9, einmal fix speichern. Und wir gehen zu der Stelle, die uns jetzt gesagt worden ist von ihm, wo er die Spione immer sieht. Ich darf hier bloß nicht so quer runterspringen, dass das ein bisschen dangerous ist. Wir müssen erst auf die richtige Ebene kommen. Und zwar hierhin. Ich steige schon mal vorher ab, weil ich, wie gesagt, ich weiß nicht, was mich erwartet. Ob die Spione jetzt um die Uhrzeit schon hier sind oder nicht. Der Stein rührt sich unter eurer Hand und sucht ihr. Der Stein rührt sich unter eurer Hand. Sucht ihr eine heraufbeschwörbare Waffe und Rüstung? Nein. Okay. So, in welche Richtung wird das Ding denn jetzt angezeigt? Genau hier. Geht's hier nochmal irgendwo unten rein, was ich nicht gesehen habe? Sieht auf dem ersten nicht danach aus. Was passiert, wenn ich das jetzt hier anfasse? Ja. Eure Beschwörungsfähigkeit hat sich verbessert. Schön, wir haben eine beschworene Waffe. Und anscheinend auch eine beschworene Rüstung. Aber keine Ahnung, wie lange. Jetzt muss ich mit Ludwig doch nochmal durchlesen, was der gesagt hat. Spione. Stefan sagt mir, dass die verdächtigen Fremden auf der Straße zum Wolkenherrschenforscher gesehen wurden. Normalerweise bei Abenddämmerung in der Nähe des Grenzsteins. Bei Abenddämmerung. Wie spät haben wir es denn? Mittag. Gut, dann nutzen wir die Zeit bis zur Abenddämmerung und gehen nochmal fix in die Stadt. Und schauen, ob wir dort jetzt in der Magiergilde Leute finden. Oder ob da immer noch kein Schwein ist. Wir haben ja jetzt Zeit über. Nicht viel, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ich schaue mal, dass ich den Hintereingang nehme und nicht den Vordereingang. Den hier. Da können wir zwar unser Pferd nicht safe abstellen, aber es gibt Schlimmeres. Wir stellen das hier mal fix in diese Ecke. So, und hoffen, dass nichts passiert. Rein in die City. Und wir checken nochmal einmal die Kapelle ab und einmal das andere Ding.
Also es wäre egal gewesen, wenn wir bei Nacht in der Kapelle angekommen wären. Wir hätten so oder so die Zeit bis jetzt dann verbringen müssen. Wunderschönen guten Tag. Demzufolge alles stressfrei. Hier ist einfach niemand. Nobody. Also ich habe eine echt falsche Info in dieser Wiki gelesen oder es ist einfach verbuggt, aber hier ist einfach niemand, der mir Krankheiten heilen beibringen kann. Jetzt renne ich noch einmal aus um die Kapelle drumherum. Aber hier sind auch nur Gebäude unten, wo ich nicht weiß, wo denn der Typ leben soll. Hallo? Nee, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie sie sich das vorgestellt haben, wo ich den Kapellmeister finde. Gehen wir nochmal in die Magiergilde. Also falls das von euch... Es hat doch einer geschrieben, ich glaube, in der Hauptstadt. Hier irgendwo soll was sein, aber da wüsste ich auch nicht, wo. Also... Das ist schade, dass man so einfache Informationen tatsächlich so lange suchen muss. Oder ich zu behindert bin, sie zu finden. So, die bringt uns ja nichts bei, wie immer, hallo, ne? Hier. Nö. Lebt wohl. Hier ist auch sonst keiner. Vielleicht noch jetzt hier drinne. Abgeschlossen, da hinten. Nö. Hier oben. Auch niemand, also hier ist keiner. Beim besten Willen. Es gibt wo Magiergilden, da ist mehr los und Magiergilden, das ist einfach mal gar nichts. Und das hier ist wo so eine, wo gar nichts ist. Der Kapellmeister weiß ich auch nicht, wo er ist, also. Ich bin schwer enttäuscht in dieser Stadt. Wie ist das Wertebefinden? Was ich vergessen habe, ist das Verkaufen, kann das sein? Ja, und rappen müsst ihr auch mal wieder. Ja. Rappen wir einfach einmal alles. Und suchen uns noch fix einen kleinen Händler. Und wir haben die Handschuhe, glaube ich, aus Versehen ausgezogen. Kann das sein? Ihr könnt diesen Gegenstand nicht ablegen. Ja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich diese Handschuhe nicht verkaufe. Weil ich gleich keine Handschuhe mehr anhaben werde. So, hier waren, glaube ich, Händler. Wer hilft einem Alten? Man merkt, glaube ich, dass ich in einer Großstadt wohne, dass ja? Ich einfach so Bettler einfach so komplett ignoriere. Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil. So, das Ding darf ich nicht verkaufen, das kann weg. Nicht viel wert gewesen und das hier unten, naja. Also das war jetzt... mich euren Freund. Ja, mach ich. Das war jetzt ernsthaft wirklich nur Zeitverschwendung hier. Das hätte man sich so sparen können, diese Stadt nochmal reinzuillern. Hab Mitleid, Herr. Ich habe nichts zu essen. Auf geht's hier aus der Stadt raus. Auf mein Pferdchen, was noch ein Stückchen sogar zur Seite gebackt wurde, geschoben, whatever. Und dann stellen wir uns jetzt hier mitten in die Pampa und warten einfach mal bis in die Abenddämmerung. Wir müssen eigentlich nur unser Pferd irgendwo so hinbringen, dass es nicht sterben wird. Am besten hier hinten so in diese Ecke. Das dürfte weit genug weg vom Schuss sein. Hier hinten hin. Ja genau, seid ihr zufällig jetzt schon die Spione, die ich suche? Weiß es nicht. Nee. Okay. Aber hier steht zumindest einigermaßen so weg vom Schuss, dass ich hier jetzt warten kann. An diesen Stein will ich ja warten. Bis zur Abenddämmerung hieß es. Das heißt, wann wird es dunkel? Sagen wir mal um 6, um 7 rum. 3 Stunden, 4 Stunden. Ach, jetzt. Uhrzeiten. Also 18 Uhr wird es dunkel. 18 Uhr, das ist... Oh, ich habe keine Ahnung. Warten wir 4 Stunden. Das müsste 19.25 Uhr sein. Diese Information ist
Weiß ich noch nicht korrekt. Und der Nebel macht das jetzt auch nicht unbedingt leichter, was zu sehen. Okay. Das passt, wir waren richtig. Und ihr seht schon, einfach D gedrückt halten und Maustaste scheint ernsthaft für einen Zweihänder die beste Lösung zu sein. Spione. Quest aktualisiert. Der Agent der mystischen Morgenröte namens Jiril ist tot. Ich sollte meine Suche nach weiteren Spionen fortsetzen und ihren Stützpunkt in Bruma ausfindig machen. Vielleicht sollte ich, wie von Geoffrey vorgeschlagen, mit Hauptmann Burt sprechen. Machen wir hier was noch? Schlüssel, Vorratskammer. Spione, ich habe einen als Kellerschlüssel markierten Schlüssel gefunden. Vielleicht hilft mir dieser Hinweis, den Stützpunkt eines Agenten in der mystischen Morgenröte in Bruma zu finden. Logischerweise nehmen wir Schlüssel mit von irgendwelchen Agenten. Wir wären ja blöd, wenn nicht. Jetzt sollen wir in Bruma mit Leuten reden. Da hinten jetzt wieder rein. Jetzt holen wir erstmal unser Pferdchen. Und stellen das dieses Mal auch richtig ab, weil wir müssen anscheinend eh keine großen Wege laufen, so wie es heute aussieht. Hallo Pferd. So in diese Richtung, glaube ich. Ja. Dann kann ich aber noch, ich weiß nicht, ob ich schon mal auf die Aussage eingegangen bin, aber ich kann das hier gerne nochmal machen. Dann wurde vorgeschlagen, dass ich die Folgen von 30 auf 20 Minuten verkürzen solle, weil 30 Minuten zu langweilig ist. Ich muss da ganz ehrlich sagen, dieses Verkürzen von 30 auf 20 Minuten runter wird den Spannungsbogen in den Folgen nicht erhöhen. Außer, dass ich mehr An- und Abmoderationen mache, sind die Folgen deswegen auch nicht spannender. Spannender wären sie, wenn ich sie zusammenschneiden würde, wie es viele Let's Player machen, die einfach sagen, ich schneide nur die Highlights zusammen, ich spiele 4 Stunden und habe aus den 4 Stunden 20 Minuten Videomaterial. Dann wäre das für euch spannend, aber dieses Hardcut-Gelumpe, genau das will ich nicht machen. Ich möchte das Spiel tatsächlich auch durchspielen. Wie ihr vielleicht schon des Öfteren mitbekommen habt, bin ich ein Let's Player, der alles zeigt. Und die Halbierung, beziehungsweise die Verkürzung der Folge wird für euch keinen Mehrwert bringen, was Spannung angeht. Demzufolge erachte ich den Vorschlag als gut gemeint, aber nicht zielführend. Wenn die Folgen für euch langweilig sind, dann bin ich wohl der falsche Let's Player für euch. Das ist eigentlich die einzigste Aussage, die man dazu wirklich sinnvoll bringen kann. Spannung kommt bei mir situationsbedingt nur auf und ich habe keine dauerhafte Spannung. Es ist nicht dieses 100% Action, wie es viele erwarten. Das kann ich nicht liefern und will das auch gar nicht liefern. Also ich könnte es vielleicht liefern, aber ich will es gar nicht unbedingt liefern. Demzufolge, ja, ich bin leider, was die Zielgruppe angeht, etwas in die ältere Generation. Und nicht auf diese ganz junge Generation. Damit müsst ihr euch abfinden. Seid gegrüßt, mein Herr. Was hast du zu berichten? Ich setze mich hier mal auf den Thron. Wir versuchen, die Nord ganz Solstheim gefangen zu nehmen und die kaiserliche Festung auf der Insel zu zerstören. Noch mehr Kämpfe für die Nord? Das sind traurige Neuigkeiten. Seht euch vor. So, mit ihm soll ich reden? So, jetzt. Ihr seid zwei. Hi. Ich bin Hauptmann Burt. Kommandeur der Stadtwache von Bruma. Spione. Außer Jeal, die von einer Reise in den Süden zurückgekommen ist, war hier alles ruhig. Aufgrund dieser Oblivion-Krise gibt es jetzt nicht mehr viele Reisende. Ich habe meine Leute angewiesen, aufs Schärfste Ausschau zu halten. Aber ich habe noch nichts von Fremden in der Stadt gehört. Wie steht's mit euch? Irgendetwas Verdächtiges gefunden? Ja, Quest aktualisiert, Spione. Jiril war ein Agent der mystischen Xags, irgendwas. Ein Blut der Götter. Sie war also der Spion. Heutzutage kann man wirklich niemandem mehr trauen. Da ihr für Wolkenherrscher-Tempel arbeitet, beauftrage ich euch hiermit, Jeals Haus zu durchsuchen.
Ich lasse es meine Männer wissen, wir werden nicht eingreifen. Okay, ich klicke nochmal auf Spione. Ich verlasse mich darauf, dass ihr die Dinge angemessen handhabt. Je weniger ich davon weiß, desto besser. Okay. Seht euch vor. Jetzt haben wir da unten diese Questline. Moment, mein Log haben wir hier. Das hier ist das Log, da. Hauptmann Pruth sagte mir, dass sich in der Stadt keine Fremden befinden würden, obwohl Gier kürzlich von einer Reise zurückgekehrt sei. Ich sollte mit Gier sprechen. Als ich Pruth berichtete, dass Gier eine Agentin des mystischen Morgenröte sei, ermächtigte er mir, ihr Haus zu durchsuchen. Ja, gut, dann machen wir das da einfach mal. Und er möchte ja davon nichts wissen, das hat er ja gesagt. Seid gegrüßt, mein Herr. Ihm ist es egal, wie wir das Problem lösen. Hauptsache, wir lösen das Problem. Geht nur. Einen wunderschönen Tag. Abzulösen. Es wird allmählich Zeit. Ich bin eure Ablösung. Wie kann ich euch behilflich sein? Karte. Die habe ich gesucht. Nach da hinten. Irgendwo hin, okay. Und noch zu der Aussage von wegen nicht sonderlich spannend. Ich bin halt auch ein Let's Player, der eher ruhiger ist und nicht die ganze Zeit rumschreit und sonst was. Ich habe da auch mal meine Phasen, aber ihr merkt schon, wie ich, wenn ihr die Let's Plays bis zu diesen Folge schaut, beziehungsweise wenn ihr zwischendrin reinschaut, dann vielleicht nicht, aber wenn ihr die bis hierhin geschaut habt, merkt ihr, wie ich meine Let's Plays aufbaue. Und so wird es auch bleiben. Ich werde daran wahrscheinlich nicht sonderlich viel ändern, weil es ist wichtig, dass es mir Spaß macht. Und nur wenn es mir Spaß macht, kann ich euch auch Spaß bieten. So, wir sind im Haus angekommen, das sollen wir durchsuchen. Und, die haben mir gesagt, es ist ihm egal, wie wir das lösen. Und ich vermute, dass hier irgendwo ein Keller ist oder so. Ist Ruhe leicht mit dem Schloss. Okay. Da können wir gleich mal die Zauberfähigkeiten probieren. Hier ist erstmal überall nur Essen, Essen, Essen. Noch eine Schüssel, Brotlaib. So, hier diese eine Kiste. Ein Stuhl. Eine Wassermelone. Ganz normaler Tisch. Hier noch was drinnen? Nö. Da ist nichts. Hier ist ein Bett. Auch nichts Besonderes. Hier haben wir noch einen Schrank mit Schubladen. Feder, gefalteter Stoff und Tintenfass. Und hier auch noch ein Schrank. Auch nichts Besonderes. Liegt hier irgendwo etwas? Nö. Das sieht eigentlich alles ganz sauber aus, dieses Haus. Ist das da unten? Eine Karotte. Gut, dann würde ich gerne mal Schlossknacken probieren. Wo ist das? Öffnet ein Schloss mit mittlerer Dingens. So. Dafür habe ich nicht genug Mana. Wie schön. Und das hier öffnet nur ein sehr leichtes Schloss. Welche Taste ist denn das, die ich dafür brauche? F war das? Nee, C. Es ist immer noch nicht offen. Ihre Veränderungsfähigkeiten hat sich verbessert. Aber es ist halt auch die Fähigkeit für sehr leichtes Schloss, nicht für leichtes Schloss. Wie hoch haben wir denn verändern? Auf 10 schon, okay. Also die Fähigkeit wird wohl sehr, sehr schnell besser. Sie ist jetzt schon auf 11. Ich werde mir noch ein bisschen hier Mana drauf verballern. Aber ich glaube nicht, dass ich mit dieser Fähigkeit dieses Schloss öffnen kann. Verändern hat sich verbessert. Es ist sogar wirklich ein sehr, sehr leichtes Schloss. Aber ich habe den falschen Spell dazu. Und den anderen, den ich sonst noch habe, hier den, mittleres Schloss, benötigt 91 Mana und ich habe wie viel Mana? 68, das heißt, ich muss demnächst Intelligenz pushen. Ja, ich muss Intelligenz pushen, damit ich Schlösser knacken kann.
Jetzt ist die Frage, wie lange soll ich jetzt hier davor stehen und mein Schlossknacken-Skill an diesem Schloss lernen, bis ich mit dem falschen Spell das Ganze kann. Macht wahrscheinlich nicht sonderlich viel Sinn. Auch wenn es wirklich gerade so ist, dass ich hier in einen... meine Fähigkeiten hier wirklich schon sinnvoll pushen kann. Wie hoch habe ich es jetzt schon? Auf 13 schon. Es war vor allen Dingen gerade noch auf 5. Müsst ihr bedenken, ich habe den Skill, ich konnte den nicht. Der ist jetzt von 5 auf 13 hoch. Ich glaube aber nicht, dass ich mit diesem Skill es schaffen werde, das Schloss zu knacken, weil das ist halt für sehr einfache Schlösser öffnen. Öffnet sehr leichte Schlösser im Ziel, nicht leichte Schlösser. Ich würde trotzdem gerne noch ein bisschen hier rumstehen und mein Glück probieren. Ich weiß ja gar nicht, was ich für eine Fehlermeldung erhalte, wenn ich es schaffe. Ja, für eine Fehlermeldung. Für eine Meldung erhalte, wenn ich das Schloss erfolgreich öffne. Nochmal verbessert. Also ich mache mir tatsächlich keine Sorgen, dass wir das Schloss nicht aufkriegen, sondern einfach nur, ich hätte gerne den Skill verbessert. Und mehr geht es tatsächlich gerade gar nicht. Mein Problem ist auch tatsächlich nicht, dass ich mir Sorgen mache, dass ich das Schloss nicht aufbekomme, weil mit den Dietrichen ein leichtes Schloss kriege ich schon auf, sondern dass ich nicht den richtigen Spell habe. Aber es ist halt auch tatsächlich nicht so leicht, die Skills zu lernen. Also ihr habt ja schon mitbekommen, in der einen Stadt war er ja auch nicht da, der Typ, der mir das beibringen wollte. Ich hatte keine Lust gehabt, auf ihn zu warten. Hat sich schon wieder verbessert. Gibt es eine Unterscheidung zwischen leichtem Schloss und sehr leichtem Schloss? So, ich würde sagen, wir skillen das jetzt noch hoch auf 20. Es ist immer noch viel zu wenig. Ihr wisst, wie hoch man den Skill haben muss. Was habe ich denn das normale Sicherheit? Das war keine Hauptfähigkeit. Die Sicherheit habe ich auf 15. Da bin ich jetzt schon mit Verändern wesentlich höher. Aber Verändern ist auch nicht nur fürs Schlossknacken zuständig, sondern auch für andere Sachen. Und Verändern bringt mir auch kein Level ab. Also wenn ich jetzt hier rumstehe und caste, kriege ich dadurch hundertprozentig kein Level ab. So viel steht fest. Ach ja. Gut, ich entscheide mich jetzt, das hier aufzumachen. Langsam nervt es mich selber. Und es ist drinne eine Klinge und Pelzhandschuhe. Nichts Besonderes, Tatsache. Ihr könnt während eines Einbruchs nicht warten. Alles klar, ne? Hier ist nichts. Unsere Questline hat sich auch noch nicht aktualisiert, richtig? Nein. Jetzt ist die Frage... Ihr könnt der Wachsamkeit des Meisters nicht entkommen. Alles klar. Das Paradies erwartet mich. Also beim Rausgehen werde ich dann auf einmal entdeckt. Nicht vorher. Macht auch Sinn. Stirb. Ich fürchte den Tod nicht. Das Paradies erwartet mich. Der Agent der mystischen Morgenröte namens Savari Faram ist tot. Ich sollte weiter nach anderen Spionen suchen und ihre Basis in Pruma ausfindig machen. Und noch ein Schlüssel. Und wo zeigt das Ding immer noch hier rein? Sieht so aus. Wir speichern nochmal.
nehme das hier mal mit. Einfach nur, um vielleicht damit etwas zu regeln. Aber... hier unten vielleicht einen Keller oder so. Vielleicht hinter dem Haus, was ich nicht sehe. So richtig, wo ich hin muss, ist mir gerade nicht schlüssig. Das ist jetzt ganz normal die Rückseite des Hauses. Nö. Gut, dann würde ich sagen... das war so nicht geplant. Leichte Wunden heilen. Ich weiß nicht, wo ich hin soll, sage ich dann mal. Und werde hier einfach mal kurz warten. Weil das hier ist ja immer noch das Haus, was mir genannt wird. Wir speichern und warten einfach mal. Wir haben es früh... ja, wir warten mal so 8 Stunden. Kommen eine mehr noch. So, da haben wir es um 9 Uhr und gucken mal um 9 Uhr ins Haus rein. Jetzt ist hier immer noch keiner. Ich weiß halt auch nicht, ob ich hier irgendwas absuchen soll. Ich leg mich hier mal im Haus pennen. Kann ich nicht. Schade. Tür geöffnet mit Schlüssel von Vorratskeller. Okay. Hätte ich auch früher drauf kommen können. Jetzt sind wir hier erstmal auf einer Kiste. Und ich muss mir mal die Nase putzen. Ja. So, zum Thema, ich muss mir die Nase putzen. Hier haben wir nichts. Hier oben haben wir noch ein Buch zu legen. Das kennen wir aber schon. Das hatte ich vorgelesen, das Buch. Da ist eine Birne drinne. So, ich habe ja schon gesehen, dass das hier die Befehle sind. Ich habe in Jills Keller ein Dokument gefunden, das die feindlichen Pläne verrät. Ich sollte Geoffrey dieses Dokument umgehend zeigen. Jill, ich lese es mal kurz vor. Werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen in dieser Folge, aber ich probiere mein Glück. Jill, der Meister war sehr erfreut von euren Tätigkeiten vor Korol zu hören. Je mehr Tore wir öffnen, desto schneller nähern wir uns dem Ziel der ruhmvollen Säuberung. Der Meister hat euch und Severy für eine äußerst wichtige Mission auserkoren, ein Zeichen eures Aufstiegs in den Reihen der Auserwählten. Wir haben erfahren, dass der Erbe des Hauses Septim im Wolkenherrschertempel, dem Lager der verfluchten Klingeln, Zuflucht gefunden hat. Der Meister hat seine Vernichtung zur vordringlichsten Aufgabe des Ordens gemacht und Lord Dagon stellt alle dazu erforderlichen Mittel bereit. Ich erwarte in Erwartung eures Berichtes über die Bewegungen des Septims innerhalb des Wolkenherrschertempels sowie eure Beurteilung der Verteidigung des Tempels und mögliche Fluchtwege beabsichtigen wir, sobald wie möglich ein großes Tor auf dem offenen Gelände vor Buruma zu öffnen. Und für die restlichen Absätze bleibt jetzt leider keine Zeit. Demzufolge schieben wir das jetzt in die nächste Folge rein. Und dann werden wir weiter erfahren, wie es gleich weitergeht mit den Spionen. Und wir werden auch noch hinter uns in diese Tür reinschauen und gucken, was dort abgeht. Ich bedanke mich also soweit fürs Zuschauen. Lasst mir noch einen Daumen nach oben, abonniert mich, gebt mir Feedback. Ich freue mich über jeden Scheiß und sage auch wie immer zum Schluss. Tschö mit Ö!